Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute mit dem Thema die Hebelwirkung von Network Marketing. Ein sehr spannendes Thema. Ich denke, ein sehr wichtiges Thema, auch um draußen auf dem Markt deine Message zu platzieren. Und natürlich auch eine sehr wichtige Information im Bereich, wie kann ich Unternehmer ansprechen? Wie kann ich Unternehmer für mein Konzept begeistern und interessieren? Weil die Hebelwirkung in unserem Geschäft, das ist das, was sich viele wünschen, viele Selbstständige, viele kleine und mittelständische Unternehmer, wo zwar selbstständig sind, aber selber und ständig arbeiten. Was heißt überhaupt, ein skalierbares Business zu haben? Ein skalierbares Business heißt, du kannst wachsen in deinem Business, ohne dass du immer noch mehr und noch mehr und noch mehr proportional investieren musst. Als Beispiel, du hast ein Kosmetikgeschäft oder ein Friseursalon oder ein Massagestudio. Du kannst jetzt einen gewissen Umsatz machen, während du Zeit gegen Geld investierst. Das heißt, du gehst, machst deine Behandlung, deine Massage oder was auch immer. Wenn du jetzt weiter wachsen willst, dann kannst du natürlich mehrere Kunden annehmen. Das heißt, du kannst so weit gehen, dass dein Terminplan völlig voll ist. Und die Frage ist, wie geht's danach weiter? Wie kannst du danach weiter wachsen? Und da stockt es ja bei den meisten. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre, weitere Angestellte oder mehrere Geschäfte aufzubauen. Heißt aber vielfach auch, dass genau die Leute dann halt einfach auch ein gesundes Maß an Freiheit eintauschen gegenüber eben mehr arbeiten. Und viele bewegen sich dann früher oder später auch in dieser Spirale drin oder in diesem Hamsterrad. Das heißt, wenn sie mehr Geld verdienen wollen, müssen sie auch mehr Risiko eingehen. Und je nachdem funktioniert es dann auch nicht mehr gleich gut, weil wir wissen es, gute Mitarbeiter im Klassischen, das ist echt schwierig zu bekommen. Sprich, du musst dich damit auskennen. Und du hast natürlich umso mehr, dass du auch bereit bist zu investieren oder größere Fixkosten, muss auch wieder mehr reinkommen. Das heißt, wenn du mal ein schlechteres Jahr hast, dann hast du je nachdem definitiv ein Problem. Bei uns ist das definitiv nicht so, weil wir können mit der genau gleichen Infrastruktur immer noch mehr wachsen, nur noch mehr größer werden und noch größere Umsätze machen, weil wir ein Partnerunternehmen haben, was all dieses ganze Risiko uns abnimmt. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur, das wird alles für uns erledigt und wir haben diese klassische Win-Win-Situation. Das heißt, wir haben Vertrieb oder wir bauen einen Vertrieb auf mit Hebelwirkung, heißt ganz konkret, ich kann wachsen, ohne dass ich immer noch mehr Risiken eingehen muss und noch mehr investieren muss und noch mehr Freiheit auch aufgebe oder die Infrastruktur künstlich vergrößere, wo ich dann wieder mehr Verpflichtungen habe und dann nicht weiß, ob im Ende wirklich mehr dabei rauskommt. Und deswegen würde ich jedem, der gerade so im kleinen mittelständischen Dienstleistungssektor unterwegs ist, wie Massagestudio, wie Kosmetik etc., all die Bereiche, wo ich eben mein Geschäft nicht 100% skalieren kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Network Marketing ins Auge zu fassen. Definitiv, weil das ist einfach ein genialer Plan B, wo du neben dem anderen Geschäft die aufbauen kannst und einfach auch mehr Freiheit erreichst. Das heißt, das würde ich mir immer ganz, ganz genau überlegen, in welche Größe will ich gehen, so in dem klassischen Selbstständigkeitsbereich, und lohnt sich das auch oder macht es nicht Sinn, die vorige Zeit oder die noch vorhandene Zeit in wirklich passives Einkommen zu investieren. Das heißt, in ein Einkommen, wo ich einmal meine Leistung reingebe über eine gewisse Zeit und danach läuft das auch passiv. Und das ist eine Überlegung,
die ich auf jeden Fall anstellen würde. Und für euch als Networker ist es auf jeden Fall spannend, sich zu vernetzen mit Unternehmen und unternehmerisch denkenden Menschen und denen auch klar zu machen, hey, das wäre einfach sinnvoll, dir 5 bis 10 Stunden neben dem, was du jetzt machst, dir wirklich dieses Geschäft aufzubauen, weil du einen ganz anderen Hebel hast. Network Marketing kann man ja im Optimalen vergleichen mit dem Zinseszins. Das heißt, wenn diese Duplikation stattfindet, wie ich in der letzten Podcast-Folge, in der letzten Einzelfolge erzählt habe, mit diesen, du baust 5 Partner aus, daraus entstehen wieder je 5, du kriegst 25 in der zweiten Generation, daraus entsteht die Duplikation wiederum. Was daraus entstehen kann, ist vergleichbar mit dem Zinseszins. Und das ist in dem Fall etwas, was sich viele einfach nicht vorstellen können. Und das ist ja auch genau das Thema, warum viele glauben, ja, das kann doch gar nicht sein. Weil die Branche Network Marketing im gleichen Moment auch ein bisschen provokativ ist, weil es hier Leute gibt, die in kürzester Zeit ein Einkommen erreichen können, was im Klassischen einfach nur sehr schwierig vorstellbar ist oder einfach gar nicht machbar ist. Und natürlich nur, wenn man es richtig macht und natürlich nur, wenn man eines im Griff hat, und das ist die ganze Duplikation. Das heißt, die Einarbeitung von neuen Partnern, die dann wieder auch Lead übernehmen in deinem Team und wirkliche Führungskräfte werden. Das ist definitiv die Herausforderung. Und die Herausforderung ist vor allem darin, dass viele nicht den Mut haben, ihre Leute zu führen und wirklich einen Rahmen zu schaffen. Und genau das brauchst du aber, weil Leute wollen Struktur haben, Leute wollen geführt werden. Und das ist ja genau das, was sie aus dem Traditionellen kennen, dass denen die Leute sagen, jetzt machst du das und jetzt machst du das und jetzt machst du das. Das kennen sie von jeder Firma, wo sie vielleicht bis dorthin gearbeitet haben. Dass ihnen genau gesagt wird, wie die Steps laufen. So, jetzt kommen sie ins Network Marketing und der Sponsor sagt, ja, mach einfach mal. So, und das funktioniert nicht. Weil wenn du denen nicht sagst, was sie zu tun haben, dann machen sie halt einfach nichts am Anfang. Oder halt das Falsche. Oder halt Dinge, die in dem Moment nicht nötig wären. Also das heißt, du brauchst ganz, ganz klare Eckdaten, dass sich die neuen Leute auch wirklich duplizieren. Und ich sage immer, fordern und fördern. Und das ist ja das Gleiche. Wenn du die Leute forderst, dann förderst du sie auch. Also die meisten im Network Marketing sterben, Anführungs- und Schlusszeichen, oder hören auf, nicht weil sie überfordert sind, sondern sie hören auf, weil sie unterfordert sind. Das heißt, sie wissen nicht genau, welche Hebel muss ich jetzt machen, um da vorwärts zu kommen. Sie wissen nicht genau, was sind die ganz, ganz klaren Steps, die gemacht werden müssen. Und bei mir ist es auch so, dass ich fordere von den Leuten. Das heißt, es ist ganz klar, wenn die Leute einsteigen, dass sie als erstes überzeugt sein müssen vom Produkt. Das ist ganz klar. Die Leute starten mit einem Testpaket, lernen die Produkte kennen. Das ist die Basis für alles, weil nur die Überzeugung aus dem Produkt heraus kann langfristigen Erfolg garantieren. Der zweite Schritt bei mir ist auch ganz klar, die hören sich mindestens die ersten 5 Folgen an von diesem Podcast. Und sie hören sich das nicht nur einfach so an, sondern sie machen sich Notizen. Sie schreiben sich alles auf. Sie schreiben sich alle Fragen auf. So. Und das nächste, was sie machen müssen, ist mein Buch zu lesen, Das beste Spiel meines Lebens. Findet man ja auch auf Amazon, findest du auch, aber auch auf meiner Webseite www.coachphil.de. So, sie lesen dieses Buch, sie haben dieses Feeling, was ist Network Marketing wirklich? Weil die Leute kriegen ja sowieso tagtäglich viele Informationen.
aber Sie sollten in diesem Geschäft von Anfang an die richtigen Informationen bekommen, damit Sie auch was damit anfangen können. Das heißt, dass Sie diese Sicherheit auch gewinnen. Natürlich dürfen Sie auch alle anderen Podcast-Folgen noch anhören. Klar, das gibt umso mehr Sicherheit. Aber am Anfang ist wichtig, dass du genau sagst, was zu tun ist. Weil Klarheit ist Power. Und wenn du es nicht machst, entsteht auch nichts. Und das ist das Thema, was ganz, ganz viele haben. Das heißt, sie haben keine klaren Forderungen an die neuen Leute. Und das ist so wichtig. Das heißt, nochmal zum Wiederholen. Erster Schritt, Produkte. Zweiter Schritt, Buch und Podcast. Das heißt, jetzt in meinem Fall, ich will wirklich die Notizen haben. Ich muss mit den Leuten das besprechen können. Und auch das Gefühl zu diesen Themen von den Leuten muss ich fühlen. Das heißt, dann weiß ich auch, wo ich die Leute optimal unterstützen kann und eben auch muss. Das heißt, dann mache ich mir klare Notizen, damit ich nachher auch weiß, wie ich mit der Person zusammenarbeiten kann und wie ich die Person auch optimal positioniere. Das ist auch sehr wichtig. Dritter Punkt ist Event. Ihr habt sicher in eurer Firma einen Grundevent. Das haben wir auch bei uns. Einmal im Monat haben wir ein Event. Und dort ist die Basisausbildung. Und dort ist wichtig, dass die Leute, die neu starten, auch diesen nächsten Event besuchen. Und vorher kann ich mit den Leuten nicht starten. Weil für mich ist es wichtig, wenn du schnell gehen willst, gehe langsam. Das heißt, ich erwarte zuerst von den Leuten was. Wie gesagt, Produkt, damit sie diese Überzeugung haben. Dann Wissen, Know-how, damit sie mehr Sicherheit gewinnen von Anfang an. Damit ich auch wirklich einen Test für die Leute habe. Wollen sie wirklich erfolgreich werden? Oder ist das alles nur bla bla bla? Es gibt viele, die mal sagen, ja, ich will erfolgreich werden, aber sie sind nicht bereit, was dafür zu tun. Und das bringt dir im Endeffekt nichts. Weil das Wichtigste und Wertvollste in deinem Leben ist deine Zeit. Und jedes Mal, wenn du Zeit investierst in die falschen Leute, dann ist das einfach schlecht. Und deswegen finde ich, dieser zweite Punkt und dieser dritte Punkt, das sind die Schlüsselpunkte. Warum? Weil wenn die Leute sich nicht führen lassen von dir, wenn die Leute nicht von sich aus auch bereit sind, Dinge zu tun und nur Ausreden haben die längste Zeit, warum das nicht geht oder das nicht geht oder das nicht geht und an dem Event kann ich auch nicht, weil das und das ist und alles andere ist wichtiger, dann weißt du, dann sind die Leute im Moment noch nicht bereit. Und hier musst du sehr klar bleiben. Bei mir ist es klar, erst wenn die Leute die drei Punkte erledigt haben, bin ich bereit für das persönliche Planungsgespräch. Und im Planungsgespräch, dort erarbeiten wir wirklich den Start zusammen mit meinem neuen Geschäftspartner. Aber es macht für mich keinen Sinn, wenn mein neuer Geschäftspartner Leute anspricht, ohne er selber felsenfest überzeugt ist. Weil wenn ich das Gespräch führe mit dem Neuen zusammen, mit dem Interessent von ihm und er spürt, der Interessent, dass die Person nicht 100% überzeugt ist, dann ist es einfach schwierig, sprich nicht machbar. Und deswegen sind diese Punkte so wichtig. Jetzt stellen mir viele die Frage, ja gut, aber wenn die Leute jetzt sagen, ja, ich kann an den nächsten Event nicht kommen und an den übernächsten auch nicht, dann sage ich, du, ist okay. Du kannst dich registrieren lassen, du kannst die Produkte für dich testen, aber starten im Endeffekt tun wir erst dann, wenn du den nächsten größeren Event besucht hast. Weil dieses Feeling, was du an einem Event mit Menschen, die an ihrer Zukunft arbeiten möchten, kriegst, diese Sicherheit, dieses Feeling, das kriegst du nicht im persönlichen Gespräch. Und diese innere Sicherheit, dieses Mindset der Leute, das ist im Endeffekt entscheidend. Und nur so kannst du auch in diese Hebelwirkung reinkommen. Das heißt, dass diese Energie,
in deinem Network-Business entsteht, wo die Duplikation richtig nach oben geht. Und irgendwann merkst du plötzlich, boah, 80% der Leute, die jetzt da bestellen bei mir, die kenne ich gar nicht mehr. Und immer dann, wenn du im Networking den Überblick verlierst, bist du auf der richtigen Seite. Und wenn du im klassischen, traditionellen Geschäftsmodell den Überblick verlierst, dann hast du meistens ein Riesenproblem. Und hier kannst du sagen, hey, wow, 80% kenne ich nicht mehr, die bestellt haben. Ja, das läuft. Ich kenne sie zwar nicht und trotzdem habe ich sie alle gerne. Also es ist schon genial, was entstehen kann, wenn dieser Effekt entsteht, diese Hebelwirkung. So, und plötzlich kannst du in Bereichen verdienen, was du dir vorher gar nicht vorstellen konntest. Und das ist im Endeffekt der Unterschied. Und das müssen die Leute auch verstehen. Und grundsätzlich sind natürlich alle Menschen, die schon mal irgendwo im Businessbereich unterwegs waren oder sind, sehr geeignet für unser Geschäft. Das Hauptproblem derer Leute ist, dass sie vielfach ihr Geschäft haben, dort so viel Zeit reingeben müssen, dass sie das Gefühl haben, ich habe nicht noch zusätzlich Zeit für was anderes. So, und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie den Leuten die Kraft der Hebelwirkung zeigen könnt und auch denen zeigen könnt, wie sie unser Konzept, unser Produkt, sprich mit dem Produkt, wo ihr arbeitet, dort perfekt integrieren könnt und wie sie sich vernetzen und durch diese Vernetzung, sprich dadurch, dass sie heute schon ein Business haben, sie dadurch natürlich noch viel, viel schneller unterwegs sein werden und Erfolg haben. Und vielfach habe ich es bei mir auch genützt, gerade zum Start, dass ich den Businessleuten die Möglichkeit gegeben habe, ihre Kontakte abzuarbeiten oder einen Teil dieser Business-Kontakte, weil es auch mir einen Mehrwert bringt. Weil wenn ich jemand habe, der heute schon ein gutes Business hat und dem helfe, seine Kontakte abzuarbeiten und der merkt plötzlich, hey, wow, da läuft richtig was, dann ist das natürlich auch interessant für mich. Warum? Weil einer, der heute schon Unternehmer ist, hat natürlich auch ein Unternehmerdenken. Und wenn der plötzlich merkt, da wird richtig Geld verdient, das ist richtig spannend, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr, sehr groß, dass die Leute dann auch bereit sind, noch mehr Zeit zu investieren. Weil die Leute, die sagen heute, ich habe keine Zeit, die sagen eigentlich nur eines, ich habe im Moment keine Zeit für diese Sache. Das heißt, die Priorität ist nicht gesetzt, dass die Leute das Gefühl haben, dass es sich lohnen würde, in genau dieses Projekt, das heißt in dein Network-Geschäft, was du ihm vorstellst, was du willst, dass es sein Network-Geschäft ist, das kann er sich noch nicht vorstellen, dass er damit einfach dieses Business aufbauen kann, wo es ihn in Zukunft trägt. Das heißt, es hat einfach noch nicht die Priorität, aber diese Priorität, die kann natürlich entstehen und deswegen macht es durchaus Sinn, je nachdem, die Leute auch mal so in diese Situation reinzulupfen, sage ich jetzt mal, gerade bei Leuten, die sehr gut vernetzt sind, bei Leuten, die ganz, ganz viel Kontakte haben, weil es natürlich auch dein Business dann fördert. Das heißt, wenn du dort auch mitwirkst und eben auch mitarbeitest. Das war so einfach der Zusatz zu den Unternehmern. Bei allen anderen ist klar, Erwartungen setzen von Anfang an. Ohne Erwartung geht es nicht. Ganz, ganz klares Konzept erarbeiten für dich und das ziehst du durch. Und jeder muss genau durch dieselben Themen durchgehen. Das heißt, er muss genau den gleichen Ablauf abarbeiten, wie du es machst. Das heißt, das ist deine Strategie, deine Duplikation, das ist der Einstieg in dein Business und ohne geht es nicht. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn du das nicht bei den Leuten machst, wo du startest, dann wird es auch nicht weitergehen. Und das ist das Hauptthema. Das heißt, du musst diesen Impuls reingeben und du musst auch dafür sorgen, dass jeder diese Rahmen befolgt.
Weil wenn du da nicht konsequent bist, werden die Leute, die neuen Leute von deinem neuen Partner das auch nicht umsetzen und die setzen es auch nicht um und die auch nicht und dann geht es in die Duplikation rein im negativen Sinn. Das heißt, irgendwann merkst du plötzlich, es macht gar niemand mal wirklich was, sondern es wird einfach nur noch so nach Gefühl gearbeitet und nur nach Gefühl heißt, die Leute machen was, wenn sie das Gefühl haben, sie kommen jetzt gerade dazu. Und weil die meisten nebenberuflich anfangen oder eben noch ein Geschäft haben, denken sie dann immer, ja, okay, ich kann das auf die Seite schieben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, einen glasklaren Ablauf zu definieren, den du natürlich auch selber umsetzt. Und ja, mit den Leuten erarbeitest. Schritt 1 nochmal, Produkte. Schritt 2, Buch und Podcast. Schritt 3, Business Event. Ganz klar, dein Ausbildungsevent und dann die persönliche Planung. Genau so mache ich's. Und die Duplikation ist alles. Da entsteht die große Hebelwirkung. Das ist auch interessant für jeden kleinmittelständische Unternehmer, egal wie erfolgreich das er heute ist, weil Königsklasse ist Zeit. Frag die Unternehmer, was ihnen das Wichtigste ist. Und es ist einfach die Zeit. Und auch wenn die Leute heute mega viel Geld verdienen zum Teil, gibt es viele von denen, die keine Zeit haben. Und das ist auch blöd. Ideal ist, wenn du beides hast. Und die wenigsten, die rausgehen als Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, haben einen riesen Schlitten von der Tür, sprich Porsche etc. Die wenigsten von denen sagen dir, ja, eigentlich habe ich nicht mehr so Bock, weil ich arbeite so hart. Ich würde lieber mehr Zeit haben für meine Familie. So, und deswegen ist es auch wichtig, dass du dich getraust, auch genau die Leute anzusprechen. Und dann noch einen Tipp ganz am Schluss. Wenn du Leute ansprichst, die aus deiner Sicht erfolgreicher heute sind als du, dann geh immer mit dem Meinungssatz rein, sprich mit dem Meinungsaspekt. Das heißt, du sagst denen, hey, ich weiß, du bist richtig erfolgreich in deinem Bereich und ich bewundere, was du tust und wie erfolgreich du schon bist. Und ich habe für mich ein Businessmodell kennengelernt und ich hätte gerne deine Meinung. Wann hast du mal eine Stunde Zeit für mich? Und das funktioniert immer. Und deswegen getraut euch auch diese sogenannten aus deiner Sicht Top-Shots anzugehen, weil das kann dir ein Riesenpotenzial liefern. Das heißt, geh die auf die richtige Art an, indem du sie um die Meinung fragst. Das hat bei mir immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar Tipps mit auf den Weg geben in dieser Folge. Teile auch diese Folge mit deinem Team, wie du übrigens auch jede Folge in diesem Podcast mit deinem Team teilen solltest. Sehr, sehr wichtig, weil wenn deine Leute alle aus deinem Team diese Informationen bekommen, wird dein Geschäft noch schneller wachsen, weil diese Sicherheit ist entscheidend. Die gleiche Hebelwirkung passiert dann ebenfalls, weil die Leute schneller mehr Mut haben, schneller ausgebildet sind, schneller es erfolgreich umsetzen können. Und diese Schnelligkeit ist wichtig. Sie müssen reinspüren können und müssen auch sehen, okay, was kann ich machen, dass ich es richtig mache? Und genau mit diesen Erfolgserlebnissen wird dein Team und dein Geschäft noch viel, viel schneller wachsen. Genau mit dieser Information, sprich genau mit diesem Know-how, wird diese Hebelwirkung entstehen, was einfach für jeden, der mit Erfolg sich auseinandersetzt, interessant ist. Und ja, dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und bis zur nächsten Folge. Tschüss!